Ja, herzlich willkommen zurück. Wir sind mit dem Flugsimulator unterwegs und hier die dritte und vielleicht die vierte Lektion im Flugtraining. Wir sollen hier wahrscheinlich starten. 55 Knoten, 75 Knoten. Handrad, während andere auf das andere. Geht also schnell. Landebahnsteuerkurs während des Anflugs. Anfang Steigwinkels, okay. Hier haben wir. Pistenhöhe, okay, 1500. Ist das 0? Uhrzeit, nachmittags. Steuerkurs. Sehr schön. Wir beginnen einfach mal. Mal schauen, was es sagt. Wahrscheinlich werden wir hier das erste Mal starten. In Miley Start Van Brink, Dacu Berlin. Mädel, jetzt bist du dran. Auch wenn das Starten nicht sehr schwierig ist, sind Denikai nicht wichtigst in Sio Beachten. Auch wenn das Starten nicht sehr schwierig ist, sind dennoch einige wichtige Dinge zu beachten. Bremse, will ich was ist die 14? Zunächst einmal gilt, wir starten immer gegen den Wind, was an einem ruhigen Tag wie heute glücklicherweise kein Problem 14. darstellt. Ach, Leute! Hier unten das. Ja, der Wahnsinn. Gut. Halten Sie Taste 1. Taste 1 war. Ich glaube die Feuertaste. Taste 14 war die. Wir lassen das einfach mal drauf. Da können wir nämlich mitarbeiten. Hinnehmen. Also. Bremse zu lösen. Bremse ist drin. Taste 1. Sieht gut aus, kein Aha. Verkehr, der uns betreffen würde. Sie können jetzt zur Startposition rollen. Gut. Mit den Seitenruderpedalen sollten Sie das Flugzeug ganz bequem steuern können. Halten Sie Ihr Flugzeug in der Mitte der Startbahn, bremsen Sie mit dem Joystick. Taste 4. Moment, muss ich wieder gucken. Taste 6. Taste 6 war. Blablabla. Bla. Die. Okay. Werden wir gleich erleben. Ja, ist er. Jetzt switchen wir hier rum. Ja, ich probiere es ja. Mittig, ne? Okay, starten wir. Geben Sie Vollgas, sobald Sie bereit sind. Und ich werde Sie durch alles durchlotsen. Alles klar. Geben Sie Vollgas und Gas. Fängt er an und dreht hier weg. Ja. Verwenden Sie jetzt das Seitenruder, um in der Mitte der Startbahn zu bleiben. Sieht gut aus. Sie weiter die Geschwindigkeit, bis Sie 55 Knoten erreichen. Gut. Ziehen Sie jetzt sanft das Steuerhorn nach hinten. Sanft, okay. Richten Sie die Oberkante Ihres Instrumentenbretts ein paar Zentimeter über dem Horizont aus. So hat das Flugzeug eine gute Neigung für die Steigfluglage. Schön, schön. Hervorragend, wir befinden uns in der Luft. Konzentrieren Sie sich darauf, geradeaus zu fliegen, indem Sie mit dem Seitenruder weiter die Startrichtung von 210 Grad beibehalten. Halten Sie 75 Knoten, damit wir möglichst schnell unsere Zielhöhe von 5500 Fuß erreichen. Okay, 5500, hat sie gesagt? 5500, geh ich mal hoch. Ja, ist trotzdem relativ schnell, 75. Ja. Komm hoch. 5
zweiten Teil unserer Flugstunde. Denke ja. Der horizontale Geradeausflug. Der erste Schritt besteht darin, unsere Fluglage anzupassen. Ja. Wir befinden uns gerade in der Reisefluglage und geben annähernd Vollgas. Ja. Um uns auf unsere Zielhöhe einzupendeln, sollten Sie versuchen, die Drehzahl zunächst auf 1800 RPM zu reduzieren. 1800? Ganz rechts da die Anzeige, ne? Mit dem. Wie Sie sicher bereits bemerkt haben, müssen Sie die Nase nach oben ziehen, um richtig die Höhe zu halten. Will ich nicht. Sie könnten natürlich ständig das Steuerhorn heranziehen, um die Maschine zu stabilisieren. Das ist aber nicht unbedingt präzise. Ja. Stellen Sie lieber das Trimmungsrad so weit ein, bis Sie das Steuerhorn nicht mehr drücken oder ziehen müssen. Wenn Sie die Nase hochziehen wollen, Trimmung nach unten. Wenn die Nase nach unten soll, gehört die Trimmung nach oben. Erhöhen Sie die Trimmung, um uns auf 5500 Fuß zu halten, ohne dabei Gas zu geben. Keine Sorge, wenn Sie das Gefühl haben, dass unsere Flugzeuge leicht abweicht. 20, 22. Ziehen Sie einfach am Steuerhorn und stellen Sie die richtige Trimmung ein. Okay, muss mal kurz... Pause-Modus bis 2022 ist. Ja, 2022. Genau das wollte ich. Sorry. Okay. Beim Einstellen der Trimmung können Sie anfangs recht große Schritte machen, um den Druck vom Steuerhorn zu nehmen. Dann nehmen Sie kleinere Anpassungen vor, um die gewünschte Höhe zu halten. So wurde es mir schon beigebracht. Das ist das ganze Geheimnis eines horizontalen Geradeausflugs. Auf diese Weise sparen Sie sich das ständige Ziehen und Drücken des Steuerhorns. Stimmt. Und so haben Sie mehr Zeit, den Flug zu genießen. Wenn Sie möchten, können Sie noch ein wenig das Trimmen üben. Und wenn Sie bereit sind, die Steuerung abzugeben, stehe ich zur Verfügung. Das ist das mit der Trimmung. Das wollte ich haben. Gibt es dann auch noch die Seitwärtstrimmung, glaube ich? Wenn ich runter trimmer, wieder hoch, wenn ich hoch trimmer, Nase runter, Nase hoch. Okay. Nee, ich will runter. Können wir hier mal einen Seitwärtsflug gehen? Seitwärtsflug. Ist wieder Flugplatz, glaube ich, ne? Und Nase runter, Nase runter. Also, bleib. Bleib, wo du bist, Nase. Komm mal. Ah, leicht noch. Dann wieder leicht hoch. Aber fast null. Sehr schön. Sieht gut aus, würde ich sagen. Da würde ich sagen, geben wir mal die Steuerung, gehen okay, zum nächsten. Ich übernehme das Steuer. Runde über. Hat Ihnen die Flugstunde gefallen. Hat mir. Das kann ich nur, was war die Bremse? Ich muss mir alles so ein bisschen aufschreiben, weil ich bin auch ein bisschen. Blablabla, Start. Wir haben alles geschafft. Check. Natürlich wollen wir jetzt mal landen. Bremse war hier. Parkbremse. Ja, 65 muss ich hier landen. Das ist der Flugplatz davon. 6, das war. Ja. Bremse. Fällt mir bis jetzt sehr gut, sehr gut. Wir gehen gleich rein, schön. Main RST Air Flug Lehrer, Flight Timber Zio Sagan, Das Best, Am Flygen ist in Ihnen Stuck Zio Land in Dem, Can Ich Nerbi Pflichten. Heute werden Sie dafür verantwortlich sein, das Flugzeug sicher zu landen. Wir haben die Freigabe für einen direkten Landeanflug.
Daher müssen wir die normale Platzrunde nicht ausführen. Ich habe das Flugzeug bereits in die Landekonfiguration gebracht. 65 Knoten, Landeklappenausrichtung von 10 Grad und Leerlaufmodus. Wir befinden uns auf dem Gleitweg. Behalten Sie die Geschwindigkeit von 65 Knoten bei. Ändern Sie bei Bedarf die Neigung und fliegen Sie weiter auf die Landebahnnummer zu. Hä? Wenn Sie auf die Landebahnnummer zufliegen, sollten Sie versuchen, diese konstant in Ihrem Sichtfeld zu halten. Versuch's. Wenn es scheint, als bewege sich die Nummer auf Ihrer Frontscheibe nach oben, sind Sie zu niedrig. Geben Sie etwas mehr Schub, um wieder auf den Gleitweg zu gelangen. Bis jetzt bin ich zu hoch, würde ich sagen. Wenn es scheint, als bewege sich die Nummer auf Ihrer Frontscheibe nach unten, sind Sie zu hoch. Sie müssen die Landeklappen ausfahren, um schneller zu sinken. Oh, und jetzt. Gleichzeitig das Steuerhorn nach vorne drücken und trimmen, um die Fluglage zu ändern und die Geschwindigkeit beizubehalten. Komm, gib mir... Wie? F8. F8. Hä? Halten Sie weiterhin die Landeschwelle im Blick. Wenn Sie etwa 10 Fuß über der Piste sind, ist es Zeit, mit Ihrem Flugzeug auszuschweben. Sobald Sie die Landeschwelle überflogen haben, sollten Sie sich auf das Ende der Piste konzentrieren. Mel, definiere Landeschwelle. Ziehen Sie dann leicht am Steuerhorn, um die Nase etwas über dem Pistenende auszurichten. Oh Gott, ich sehe schon kommen. Wir haben die Landeschwelle überflogen. Beginnen Sie mit dem Ausschweben Ihres Flugzeugs. Ziehen Sie leicht nach hinten und lassen Sie die Maschine auf der Landebahn aufsetzen. Mach ich. Drücken Sie sie nicht nach unten. Nein. Aber lassen Sie sie auch nicht aufsteigen. Mach ich. Ich glaube, ich bin gelandet. Sehr gut. Ja. Betätigen Sie jetzt die Bremsen, um das Flugzeug zu verlangsamen und dann anzuhalten. Ja, schön bremsen. Gute Arbeit. Denken Sie mal daran, wenn Sie noch aussteigen können, war es eine gute Landung. Stimmt. Und wenn Sie das Flugzeug am nächsten Tag wieder fliegen können, war es eine hervorragende Landung. Das Landen kann auch für einen erfahrenen Piloten schwierig sein. Ja. Übung macht den Meister. Und das stimmt. Geben Sie einfach weiter. Dafür sind wir schließlich hier. Okay. Das war die vierte Schulung. Ich würde sagen, hier machen wir wieder Break. Zum nächsten Mal.